Schwung und gleichzeitig dann muss immer nochmal auf den Scheinwerfer zugehen. Ja. Über die Form und Anbindung der Scheinwerfer nochmal reden müssen. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Lösung jetzt gefunden für die Lichtsignatur selber. Das finde ich ganz toll. Aber wie ist jetzt der Fugenverlauf? Am liebsten würde ich ja so ein ganz großes Bauteil machen. Ein Stoßfinger vorne mitsamt der Motorhaube im Prinzip ein großes Bauteil, ist fugenlos. Sehr seamless. Ne? Weil da können wir nochmal schön tapen. Das Auto noch mehr Kraft und Dynamik. Hier den die noch leicht von unten holen. Diese typische klare Okay, Kollegen, das, was wir eben gerade diskutiert haben, das sollten wir jetzt hier nochmal verdeutlichen. Wir brauchen jetzt hier nochmal einen Batterieaufbau. Das, was ich mir vorstellen kann, ist eben halt, dass wir in Zukunft nicht doppelstöckig bauen, sondern eben halt, wir bauen die Module alle in einer Ebene ein. Okay, ich zeige mir jetzt hier unten dann nochmal die Unterschale der Batterie. So, dann laufen wir natürlich bis ganz noch hier vorne. Oder zwischen den Fußräumen haben wir natürlich unseren Blitz hier nochmal das eine Modul. Ist hier nochmal die Batterie zu sehen. Hier sind nochmal die beiden Bereiche unter dem Sitz. Ne? Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die Füße dann angehoben werden müssen, wenn das so eine große Kiste werden soll, wie du hier dargestellt hast. Ja. Dass wir die gesamte Struktur, Längsträgerstruktur, wie wir sie jetzt hier dargestellt haben, ja, die müsste ja im Prinzip ganz anders laufen. Denn hier, von hier rüber ist in der Breite 100% nur noch Batterie. Ja. Und das MQB-Konzept komplett verlassen. Komplett, ja, genau richtig. Was der Kürbis Kunde will. Wir hätten dann diese sehr einfache Batterie. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt die Erdpunkte noch nach vorne schießen, wie das Problem ist jetzt, hier dran, dass wir eben halt unsere Batteriegröße, die wir uns eigentlich vorgegeben haben, für die entsprechende Kapazität, nicht mehr reinkriegen in die Plattform und, oder stellt euch da was anderes vor? Fußraumbox ist in Ordnung, ich finde dieses H30 war es doch zu klein. Eine Räderreifenpalette da drauf? Gucken wir mal nach. Sollen wir auf der ersten Seite natürlich? Ja, okay. Sondern wir haben die gesamte Elektronik, dieses Zellmodul haben wir nach hinten gepackt und die Elektronik dann hier eingepackt. So und so können wir das Gehäuse entsprechend kürzen und gehen mit dem vorhandenen Bauraum effizienter um und auch gewichtsmäßig und kostenmäßig sparen wir. Das heißt, Dennis, ihr kürzt das Gehäuse und von Stefan das Schubke wird dann wieder verlängert. Genau. Von dem Ganzen, was wir uns auch eben nochmal in den Daten angeschaut haben, ich denke, hier macht es Sinn, nochmal auf die Unterschiede einzugehen. Karosserie. Also da ist Karosserie, hier ist Karosserie und die Karosserie wirkt zusammen mit der Batterie und gibt dann am Ende die Steifigkeit fürs Fahrzeug. Das heißt, wir mit Steifigkeit haben wir in diesem Fahrzeugprojekt. Was sitzmäßig am besten passt.
Also ich finde das hier ganz spannend, ne? So mit diesem. Das würde in der Tat richtig frisch aussehen. Ja, ich glaube auch. Ja. Das fängt an zu. Hallo Ida. Ah, das ja, bitte. Das ist invertiert zu dem, was vorher zu der Schau war. Also finden sollten wir. Verschiedene Dinge hatten wir. Eher was Gröberes, Wohnliches. Nochmal eine neutrale Variante. Die ist von der Stärke her zu dünn. Ich würde vielleicht empfehlen, so ein Tuch. Das wäre toll. Ja. Machen wir das ist doch so. Sehr frisch. Ja? Ne? Und dann noch andere davon. Ich finde den so ein bisschen grün jetzt. Ein bisschen grau. Was ist mit dem da? Das ist eher so ein. Genau, das ist die gleiche Folienfarbe als die Anbauteile. Okay, also das und das ist dann immer das gleiche. Mhm. Vielleicht hier bei Conceptual, this people. Ja, das wollte ich nicht, das war gar nicht schlecht. Ja, yeah, and this one looks like a sustainable material, yeah. Huh? Yeah. And it was our inspiration from the Shop ID Hub. Shop. Yeah. Mm-hmm.
ich werde niemanden anweisen, wo er soll, sondern ich bin Arne. Volkswagen.